Hallo und herzlich willkommen auf Cook and Bake Idiotensafe. Heute zeige ich euch ein ganz einfaches Käsekuchenrezept. Den Kuchenboden habe ich aus Butterkeksen zubereitet und das Ganze ohne zusätzlichen Butter. Statt raffinierten Zucker habe ich hier Kokosblütenzucker verwendet. Das verleiht dem Käsekuchen eine karamellige Note. Als erstes wird der Keksboden zubereitet. Dafür müsst ihr die Kekse erstmal von Hand etwas zerkleinern. Anschließend kommt etwas Hafermilch dazu, um die Kekse einzuweichen und einen Teig daraus herzustellen. Schaut, dass das Ganze einen sämigen, weichen Teig ergibt und nicht zu flüssig wird. Anschließend kommt der Teig in eine Auflaufform mit Backpapier. Natürlich könnt ihr auch eine andere Form nehmen, wie zum Beispiel eine Springform. Das Ganze könnt ihr dann erstmal in den Kühlschrank stellen. In der Zwischenzeit könnt ihr die Käseschicht vorbereiten, indem ihr den Frischkäse, den Kokosblütenzucker, den Zitronenabrieb und das Ei in eine Schüssel gebt. Alle Zutaten dann gut miteinander vermischen, zum Beispiel mit einem Schneebesen. Also ich mache das so. So hat man besseren Halt und kann viel mehr Kraft aufwenden. Dann könnt ihr die Käsemasse auf den Keksboden verteilen. Das Rumexperimentieren hat sich definitiv wieder einmal gelohnt. Statt raffiniertem Zucker Kokosblütenzucker zu verwenden, hat dem Ganzen eine ganz andere Note verliehen. Naja, einen Käsekuchen-Schönheitswettbewerb gewinnt vielleicht dieser Kuchen nicht, aber er schmeckt einfach richtig gut. Schließlich zählen ja auch die inneren Werte. Lasst mich in den Kommentaren unbedingt wissen, was ihr davon hält und was bisher euer Lieblingskäsekuchen war. Falls ihr etwas zu eurem Käsekuchen dazu servieren wollt, passend zur herbstlichen Stimmung, was hält ihr von dem Käse-Dattel-Aufstrich, den wir kürzlich auf unserem Kanal vorgestellt haben? Schaut doch einfach mal vorbei, vielleicht ist das ja auch was für euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal und denkt daran, weil es ohne Humor nicht schmeckt. Cook and Bake, Idiotensafe.